Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider mitten im Gefecht. Ballern hier mit unseren frisch erworbenen Feuerpfeilen rum. Ah. Na komm, geht mal schön drauf. Wer ballert? Vorhin, ach, der unten. Oh, ja, rennen. Haben wir es? Wir haben es, glaube ich. Puh. Fing ja schon mal gut an hier. Meine Güte. So, dann gebt mir mal bitte euer Zeug. Dankeschön. Dass sie auch immer so offen reinlaufen muss. Aber zumindest geht es uns jetzt wieder einigermaßen gut, dass wir wieder quietschfidel hier durch die Gegend hüpfen können und ein Lagerfeuer benutzen. Nichts zu sagen, aber wir haben neue Fähigkeiten. Und ich glaube, die setzen wir jetzt hier auch mal auf Jäger. Da haben wir lange nichts mehr gemacht. Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Klingt gut. So, und dann können wir auch unsere Waffen wieder ausrüsten. Oder aufrüsten auch noch. Ausgerüstet sind die ja zum Glück schon. Da haben wir alles. Da fehlen noch zwei Sachen. Einmal das Nachladetempo. Reicht es für das andere auch noch? Na, leider nicht ganz. Aber vielleicht, wenn wir es dann... Und ein weiteres Teil, dann können wir ein neues Gewehr noch freischalten. Wenn wir hier die Leute soweit mal noch geplündert haben. Dann müsste das doch eigentlich passen. Pfeile brauchen wir auch mal wieder. Da haben wir ja einige jetzt verbraucht. Die werden hinüber. Da hinten waren aber auch noch einige Leute, die wir zerlegen können oder sollten. Und oder sollten. Gut, und damit hätten wir genug für das letzte Teil. Das machen wir jetzt noch gerade. Hätten wir auch das MG erstmal vollständig aufgewertet. Zumindest soweit wir es bis jetzt können. Zack. Finde ich auch schön, dass das dann auch optisch sich ändert. Da sieht man mal, was man noch alles geschafft hat. Beziehungsweise, was man alles gebaut hat. Nun gut, schauen wir uns mal hier um. Nach da hinten müssen wir. Ich glaube, hier haben wir dann aber auch wieder eine ganze Menge zum Erkunden. Ja, da fängt es schon an. Gut, die Pfeile haben wir voll. Dann könnten wir da mal runter. Ja, du sollst dich eigentlich daran festhalten, aber gut. Wenn du nicht möchtest, dann halt nicht. Und gut. Kommen noch Gegner? Nö. Ach, so war das gedacht, okay. Das war ein Gegengewicht. Da haben wir Glück gehabt, dass da jetzt keiner mehr kam. Aber das war, glaube ich, hier haben wir am Anfang die Gegner weggehauen, wo wir da aus dem Loch gekrochen kam. Ich erkenne es wieder. So. Klettern wir eine Runde. Okay, da bräuchten wir die Schrotflinte. Und erhalten was zum Sammeln. Sehr gut. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Sieht mir nach einem Pferd aus. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Hm. Sehr schön. Es geht doch nichts über ein wenig, ja.
Fälschungsgedöns. Wer möchte nicht gerne Fälschungen haben? Gut, das gab ein paar XP. Aber wirklich wohnlich ist es ja nicht. Aber gut, die haben ja auch nicht allzu viel hier zum Bauen. Vielleicht ist ja mal irgendwann ein Flugzeug mit einer Ladung Wellblech abgestürzt. Deswegen haben sie dann die Stadt hier gebaut. Wir kriegen Besuch. Wie nett. Sie sitzen in der Falle. Umstellt sie. Ach, da ballert noch einer mit Pfeilen. Wo? Wo? Okay, raubt ihr. Dann hätten wir noch das. Dann wechseln wir mal wieder. Ach ja, hier. Okay, exekutieren wir dich noch. Ich dachte, der wäre tot. Was halten die denn hier alles aus, sag mal? Und es ist wieder Ruhe eingekehrt. So, plündern. Um das Tor kümmern wir uns dann später. Also es ist auch nicht möglich, hier wirklich nur schleichend durch die Gegend zu laufen. So ein paar Action-Sequenzen werden einem dann doch immer mal wieder aufgezwungen. Aber gut, es ist ja auch kein Schleichspiel. Okay, das bringt hier schon mal nichts, schade. Hüpf. Plündern wir euch noch. Au. Gibt hier gleich flambiertes Wildschwein, du blödes Viech. Na? Hat das gereicht? Keine Ahnung. Jetzt ist der weg. Jam, 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 jam. Gute Wildschweinbraten. Es gibt auch einiges an XP, sehe ich gerade. Nett. Die hätten wir soweit. Dann kurbeln wir das Tor mal wieder auf. Es klemmt. Toll. Auf der Seite? Gar nicht. Heller Stoff kann verbrannt werden. Alles klar. Dann putzen wir das mal weg. So, jetzt sollte das doch... Jawohl. Es funktioniert. Wie schön. Geplündert haben wir da auf jeden Fall schon mal... Und ein neuer Lagerplatz. Da lassen wir uns nicht lumpen. Wir haben, glaube ich, na, nicht genug. Ich glaube, wir brauchen mindestens 300 für die Schrotflinten-Sachen. Ja. Später. Und der Rest ist soweit aufgewertet. Ja.
wie wir können. Nun gut. Was ist los? Ah, ich glaube, da können wir erstmal nichts machen. Bringt das jetzt was? Ich glaube nicht. Zumindest nicht allzu viel. Auch lecker hier. Ah, noch ein paar Teile. Schön. Und wir können das Gewehr aufwerten. Das tun wir direkt mal. Yep. Das hat sich doch gelohnt. Ich weiß auch nicht, ob die halt wirklich, ob die jetzt auch random versteckt sind, diese Gewehrsachen, oder ob die in bestimmten Kisten oder bei bestimmten Gegnern immer drin sind. Sturmgewehr, jawohl. Cool. Heißt aber auch, wir können das, glaube ich, jetzt wieder weiter aufwerten, oder? Haben wir noch was Neues? Jawohl, aber nicht genug Material. Jetzt haben wir halt eine AK. Was ich auch sehr nett finde. Direkt mal ausrüsten. Da geht's erstmal nicht rein. Da geht's auch nicht so wirklich weiter. Ab durch die Pampa. Oh mein Gott. Wim. Geben wir mal Deckung, dem alten Mann. Oh, wo kommt der her? Grim, du bist entkommen. Ich kann nichts halten. Komm rauf, wir müssen die anderen holen. Moment, ich plünder gerade noch ein bisschen hier. Lara, schwing dein Hintern hier rauf. Lass mich erst noch plündern. Die haben wir jetzt voll, gut. Okay, ihr wollt Stress, dann kriegt ihr Stress. Au. Klappe da oben. So, tschüss. Zack. Aber da sind wieder ein bisschen viel Dinger. Also Granaten. Ah, lad nach, danke. Gleich bist du tot. Ah, doch noch nicht. Au, hör auf hier rumzumachen. Okay, noch mehr Granaten. Trottel. Autsch. Okay, das Gewehr hat mir schon mal leer geschossen. Und er verzieht sich. Du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt. Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung.
Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Naja, erstmal noch plündern und ein Lager sollen wir auch noch suchen. So, vielen Dank für das Zeug hier. Ich kletter mal hier hoch. Was ist denn gerade mit den Frames los? Erstmal, dass die mir hier so einbrechen bei dem Spiel. Jetzt hat sich's auch schon wieder beruhigt. Ah, noch ein Teil für eine neue Schrotflinte. Hier sind wieder Viecher. Wildschweinviecher. Ah, da oben kommen wir aber auch noch weiter. Ich glaube, das wäre ganz gut zum Erkunden gerade. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Interessant. Wieder ein Tagebuch von Mathias gefunden. Der alte Wahnsinnige. So, dann würde ich sagen, wir machen noch fix das Upgrade. Und beenden dann langsam mal die Folge hier. Och, Lara. Ja, rutschen ist schön, aber muss das hier jetzt nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Altes Spielkind. Hier oben war doch das Lagerfeuer, oder? Ja. Hep. Fähigkeitspunkt haben wir auch noch. Können wir hier auch da mal einsetzen. Axtexperte. Klingt gut. Als Finisher. So, dann noch Ausrüstung. Aha, toll. Na gut, dann gehe ich jetzt erstmal auf die Schrotflinte. Da könnten wir hier den Griff erstmal anbringen. Ich glaube, das ist mir ganz recht. So, und dann jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.